Der Schmetterlingseffekt. Der Flügelschlag eines winzigen Schmetterlings heute kann in einigen Wochen zu einem verheerenden Hurrikan führen. Die kleinste Entscheidung kann die Zukunft dramatisch verändern. Deine Handlungen formen den Verlauf der Geschichte. Deine Geschichte ist eine von vielen Möglichkeiten. Wähle deine Handlungen mit Bedacht. Sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Erna hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, Erna. Ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Mike? Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Hey, hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh? Und damit erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich Until Dawn, auf der PS4. Wir spielen jetzt einen der verschiedenen Teenager, die hier spielbar sind. Und unsere Clique, was auch immer wir sind, wollen jetzt einem Mädchen einen Streich spielen. Und wir scheinen das Ganze mal von außen zu betrachten. Wir machen bei der Sache nicht mit. Benutze den rechten Stick zum Umsehen. Schimmernde Objekte können untersucht werden. Ja, okay, das habe ich jetzt auch schon mitbekommen. Hier schläft der gute Josh mit Jeremiah Craig. Das bedeutet, der gute ist... Shit, Josh. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Der gute ist sturzbesoffen. Da hinten schläft aber noch jemand. Das heißt, er ist nicht der Einzige, den es erwischt hat. Und hier haben wir ebenfalls einen blauen schimmernden Punkt. So. Hannah. Du siehst in dem Shirt so heiß aus. Aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer. Mike. Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Ich hab deine Nachricht bekommen. Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ja, ja. Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Matt, was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber...
Nur ein dummer Streich. Oh, Mann! Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! Und da lief sie auch gerade vorbei. Ich soll den rechten Stick benutzen, um Dinge auszuwählen. Wir können jetzt aussuchen, ob wir Josh wecken oder die anderen suchen. Ich glaube, es ist doch hier klüger, wir wecken erstmal Josh. Obwohl ich glaube, dass das nicht sehr viel bringen wird. Josh! Josh! Fuck! Das lief Leute, ja nicht so formidabel. Was zum... Los, wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert, es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Oh, shit. So, Quick-Time-Events gibt's hier auch. Das ist ja... formidabel, weil ich darin immer so gut bin, ne? Ja, ich denke, das sollte kein Problem darstellen, solange es jetzt nicht noch schwieriger wird als jetzt. Das Spiel übrigens komplett blind. Ich, ja, spiele das zum ersten Mal. Wenn man jetzt der eigenen Schwester folgt, dann folgt man doch eigentlich den Fußspuren, weil das Geräusch könnte ja alles sein. Allerdings sehen die Fußspuren nicht unbedingt menschlich aus. Aber sie müssen von gerade eben sein, denn sonst würden sie ja zugeschneit sein. Daher folgen wir einfach mal den Fußspuren. Ja, das war noch nichts. Scheiße! Fuck! Shit! Wo steckst du? Wo mag die hin sein? Benutze das Touchpad wie dargestellt. Ja, okay. Ich habe mich schon gewundert, für was das in der PS4 da sein soll. Weil irgendwie in den anderen Spielen hat es bisher noch keine Verwendung gefunden für mich. Du kannst den Lichtstrahl mit dem rechten Stick führen. Das sieht so aus. Das heißt, wir können hier wie so ein Leuchtturm durch die Gegend leuchten. Aber wir erleuchten erstmal den Weg nach vorne, da wir unsere Schwester suchen. Die ja, ja, schlauerweise irgendwo in den tiefen Wald gerannt ist. Bei Schnee und Eis. Eine sehr schlechte Idee. Und ihr nachzugehen ist wahrscheinlich noch viel schlechter. Oh Gott. Schneller gehen können wir auch, aber bringt irgendwie nicht wirklich was. Hallo? Hallo? Zumindest sehe ich hier keinen Unterschied. Hier haben wir was. Todestotem. Der mögliche Tod der Person, die es findet. Naturvölker glaubten, dass Schmetterlinge Träume und Vorahnungen überbringen. Jedes Totemfragment sagt ein mögliches zukünftiges Ereignis voraus. Wie du spielst, entscheidet darüber, ob diese Prophezeiungen sich erfüllen. Während du Totems freischaltest, werden die Ereignisse von der Vergangenheit klar. Das würde bedeuten, dass wir jetzt ihren Tod, den von dem guten Mädchen, was wir spielen, gerade sehen konnten. Können wir das nochmal angucken? Ja, das geht offensichtlich. Aber es sieht so aus, das sind wir. Und das Mädchen hat eine Brille, das müsste Hannah sein. Das heißt, von Beth auf dem Berg gefunden. Also sterben in diesem Prophezeiungsvideo beide. Wir sind die Erste, die stirbt und Hannah stirbt dann mit. Hier gibt es Führung, Verlust, Gefahr und Glück. Ereignisse der Vergangenheit können wir auch mal angucken. Ja, mehr haben wir noch nicht, das sagt uns auch nicht so viel aus. Schmetterlingseffekt. Geht dich nichts an, Ratten mit buschigem Schwanz, das Ergebnis des Chaos. Das sind dann die Entscheidungen, die wir treffen. Denn dieses Spiel, jede Entscheidung, die wir treffen, das finde ich so genial in dem Spiel, hat Auswirkungen auf die Zukunft und auf die ja, Geschichte, die wir halt freispielen. Haben wir ja schon in der ersten Sequenz gesehen. Charakterinfos.
aktuelles Ziel finde Hannah, wir sind Beth. Ah, ist interessant, dass wir hier uns sozusagen nochmal, ja, sozusagen so einen kleinen Steckbrief über uns sehen. Beziehungsstatusse, nee, Statistatusse gibt's ja nicht. Zu Hannah ganz oben, ja, ist unsere eigene Schwester. Josh ist auch ganz weit. Die Zwillinge, Hinweise, 0 von 20, 1952, 0 von 27, der Unbekannte, 0 von 30. Ich werde hier suchen wie eine Wahnsinnige, glaube ich. Und hier sind wir wieder bei den Totems. Dann würde ich sagen, begeben wir uns weiter auf die Suche nach der guten Hannah. Denn langsam sollten wir die finden, sonst sieht's nicht gut aus für die. Nein, das war falsch. Steuerung. Gut. Nein, das ist der falsche Weg. Gut, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Hab die PlayStation 4 auch noch nicht so lange, aber ich denke, das bekomme ich hin. Hoffe ich einfach mal, sonst... Wir werden hier einfach alle sowas von wegsterben. Was war das? Hannah. Da sitzt sie schon. Hannah! Hallo? Hannah! Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Hannah? Damit erfüllt sich dann auch die Prophezeiung. Der Psychoanalytiker Dr. A.J. Hill. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Mhm. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Genau. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Ah ja. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig. Sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Na klar. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Natürlich. So, dann schauen wir doch auch mal. Nehme mit R2. Wie uns im Tutorial schon gießen. Steuerung ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gut, dann... Sehr schönes Bild irgendwie. Und... Was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Wenn ich ehrlich bin, macht mich das
Ich finde das Bild zwar sehr, sehr schön, aber es macht mich eher nervös als glücklich. Der zertrampelte Mais und vor allem solche Scheunen sind doch typische Horrorfilmfragmente. Also... Okay, Ehrlichkeit ist gut. Ja, danke. Und was daran macht dich denn nervös? Die Vogelscheuche und ich weiß nicht... Ehrlich gesagt, ist es eher die Scheune, die mich nervös macht. Da könnte hier irgendjemand die Vogelscheuche nicht direkt. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht, der Gesamteindruck. Wenn du es gar nicht siehst, warum macht es dich dann nervös? Ich meine, ist irgendetwas in dem Haus? Ja, es ist, glaube ich, eher im Haus, doch. Und dieses Ding in dem Haus, ist es lebendig? Das weiß ich doch nicht. Nein, das weiß ich nicht. Also, der Ursprung deiner Angst ist vielschichtig. Leider haben wir keine Zeit mehr, aber bitte denk darüber nach, was in dem Haus ist und was es ist, das dich nervös macht, das können wir zusammen ergründen. Tatsächlich. Naja, also ich weiß ja nicht, ob in dem Haus irgendetwas Lebendiges ist. Ich war ja noch nie dort. Warum sind wir bei dem Doc gewesen? Das ist auf jeden Fall eine Frage, die wir uns auch in der nächsten Folge jetzt noch stellen können. Da geht es dann auch richtig los mit Until Dawn. Das war ja jetzt mehr oder weniger die Vorgeschichte. Und ein Jahr später nach der Tragödie treffen sich die Freunde wieder. Und ich bin echt schon gespannt, was denen so passieren wird in dem Survival-Horror. Und ob es den 18 diesmal gerecht wird, weil viele Spiele kommen da ja nicht dran. Ich bin echt positiv eingestellt zu Until Dawn und hoffe halt, dass das auch so bleiben wird. Aber ihr werdet das Ganze im Let's Play sehen und dann hoffe ich, dass ihr mir weiterhin dabei zuschaut. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht es gut und denkt immer ran, ich entscheide oder wir entscheiden, wer überlebt. Und das Schicksal liegt in meinen Händen.